Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Medieval 2 Conquer the World. Ja, wir haben das letzte Mal hier Adrianopel eingenommen mit dem Prinz Alexander der Große und ja, haben ein paar Truppen verloren, das macht aber nichts. Wir müssen einfach schauen, dass die Beräger nicht sterben, die sind nämlich sehr gut. Aber kosten auch sehr, sehr viel. Die müssen wir noch ein bisschen Ding beschützen. Weil wir können wahrscheinlich lange nicht neue ausbilden. Hier geht es noch eine Runde. Okay. Und dieses zwei Runden. Hier auch zwei Runden. Okay. Wir schauen mal kurz in die Seitenwertung. Ja, Spanien natürlich sehr gut, fortschrittlich, Spanien, da. Mhm. Dann Deutschland, ja. Und sonst eines geht runter. Ich weiß nicht welche. Was könnte noch rot sein? Was ist das? Ja, Patschen werden ein bisschen schlechter. Ah, Venedig wird auch schwächer. Okay. Venedig, wieso ist Venedig rot? Das ist doch blau. Hatte doch diesen rot. Aber nur das Wappen blau. Okay. Ja, wir brauchen Spione. Wir müssen dann mal Spione ausbilden können. Wo war das Bordell? Genau, da machen wir ein Bordell nachher. Und ja, hier von unten müssen wir dann aufpassen auf die Mamelucken. Von hier drüben Sizilien und auch von oben war Venedig. Wahrscheinlich konzentrieren wir nach dieser Rebellensiedlung uns auf die Türkei, also Osmanisches Reich. Und wie heißen die? Doch, Osmanisches Reich, gut. Jo. Und ja. Der Sultan lässt mich nicht mit Feinden wie euch Handel treiben. Ein ungarischer Bischof, das ist nicht gut. Der hat eine andere Religion. Du musst weg, sonst ich werde euch angreifen sonst. Okay. Ja, dann machen wir weiter. Runde beenden. So, dann schauen wir mal. Hier haben wir jetzt einen Hafen. Jetzt haben wir zwei Handelsrouten. Das ist sehr schön. Polen, Litauen. Okay, der König von Polen ist gestorben. Aber wieso Polen, Litauen? Hm. Neue Mission. Königreich Ungarn. Einen Aufstand, das ist normal. So, byzantinischer Diplomat, der kann da nicht leider. Ja, müssen wir noch warten. Hier werde ich für die Nacht rasten. Und jetzt, ja, Militär sind wir 20. Platz. Und die Ming-Dynastie hat am meisten Bevölkerung. Okay. So, der Hafen ist fertig. Dann werden wir hier mal etwas Wichtiges machen. Ja, einen Trampelpfad wäre schon am wichtigsten. Ne? Ja, das Bordell bringt es hier nicht. Das machen wir drüben. Direkt Bordell bauen. So, und hier haben wir sehr hoch. Ja, hier müssen wir halt noch eine Runde warten. Und hier ist sogar noch ein Kaufmann. Keine Geschäfte. Ich diene einem anderen Meister. Und mit wir können nur handeln, wenn Frieden zwischen uns herrscht. Ja, ich weiß es. Okay, Richtung Venedig.
Ah, jetzt haben wir die zwei Kaufmänner. Ja. Da schauen wir mal. 37, 46, 46, 19. Mit dem gehen wir mal nach oben. Gehen hier ins Dorf. Oh nein. Ein Kardinal von Venedig. Okay, in Adrianopel haben wir auch den Agent. Der geht hier zum Wein. 33? Nein. Wenn wir den angreifen hier. 5%. Geschäftliche Probleme haben, mein Herr. 25. 33. Handel eingerichtet, gütiger Meister. So, ein bisschen extra Verdienst. Genau. Du erkundest mal die Küstenlinie hier. Hier gibt es leider keine Städte. Hier gibt es wieder eine Stadt Kaffa. Volle Segel. Wir gehen bis morgen früh vor Anker. Wir segeln morgen weiter. Am besten Krim nicht den Russen geben. Die können damit nichts anfangen. Die verlieren es wieder. Als eine Anspielung auf ich werde euch nicht die auf Three Life Krim Konflikt. Nehmen einfach Krim weg. Ja, ist schon gut. Es war ja mal bei Russland, aber sie haben unabhängig sein wollen und jetzt nehmen sie es einfach wieder weg. Geht doch nicht. Ah, ein Diplomat. Die heutige Reise ist beendet. So. Hier werde ich für die aber Nacht nicht behalten. Weiter hier, gell? Nicht weit, das ist unsere Grenze. Jo, gut. Ja, das Schiff hab ich ja bewegt. Ja, jetzt haben wir alles wieder. Nächste Runde. Oh, jetzt ist grün. Die Rebellen sind ja jetzt im Dingreich. Wir müssen unsere Differenzen beilegen und reden. Was? Ich soll Vasall werden? Am Arsch unten. In Ordnung. Inshallah. Wir werden uns nun gut. Ich bin nicht mal unterlegen gegen die. Oh, Alexander hat eine Dame gefunden. Süß. Ich bin bereit zu handeln. Das ist dann nicht möglich. Das ist nicht möglich. Wie ihr wünscht. Also Belgrad ist noch frei. Und wir haben alles grün, super. Zwei Ritterlichkeit und eine Ratskammer. So, schauen wir mal, jetzt könnten wir noch eine Verwaltung machen. Boah, die Städte sind so, also, die sind voll mit Einwohnern, waren aber in der zweitniedrigsten Stufe oder so. Ikonenkunst. Verstärkt die Konvertierungswirkung orthodoxer Kirchen um 50%. 6000. Botanischer Garten. Jostregister. Also. Adrianopel unbedingt einen Hafen machen. Zuerst eine Rodung. Und nochmals ein Priester. Oder der erste Priester sozusagen. Edler Herr. Selbstverständlich, mein Herr. Selbstverständlich, mein Herr. Ist beendet, mein Herr. Hier hat es doch einen. Ah, den haben wir jetzt nach oben geschickt, genau. Wo haben wir noch einen Kaufmann? Der haben wir. Und sonst keine. Könnten wir denn noch einen ausbilden? Diplomat, du musst nach oben. Gehst du hier hin? Die heutige Reise ist beendet. Und jetzt, meine Herr? Wo haben wir den anderen gehabt? Ah, wir haben keinen. Okay. Ups. Ja, wir können keine ausbilden. Mist. Ja. Es ist doch offensichtlich, dass ich der... Muss mal ein bisschen Erfahrung sammeln. Ein wirklich glorreicher Triumph.
Ja, mein Herr. Volle Segel. Ja, mein Herr. Und jetzt blockieren. Wir blockieren den Hafen. Wir sind zu böse. Das habe ich nie gemacht. Ich habe nie Hafenblockade gemacht, weil die Handelsrouten sowieso nicht so viel Einnahmen geben. Und ja, vielleicht für Schiffe bauen, aber die können trotzdem noch Schiffe bauen, wenn der Hafen blockiert ist. Also vor allem ich kann, wenn mein Hafen blockiert ist, kann ich noch Schiffe bauen. Oh, das wird uns so bald sein. Ganz Saudi-Arabien. Wird nicht mehr lange dauern, hoffentlich. Ich hoffe nur, die greifen nicht jetzt sofort schon an. Eigentlich müsste ich hier ein Schiff. Die sind zu teuer. Ich werde nächste Runde wieder zurückkehren. Die dürfen nicht mit dem Schiff. Also die dürfen kein Schiff haben. Die dürfen nicht hier drüber gehen. Ich erobere hier noch Konstantinopel. Und dann werde ich hier die Grenze sichern, mache Frieden mit denen und gehe wahrscheinlich hier oben drüber. Und dann werde ich sie von hinten auch noch angreifen. Und dann werde ich wieder Krieg machen mit ihnen. Genau. Und wir konnten dann noch ein bisschen hier die Gegend. Eventuell können wir hier irgendwann ein Rebellending. Da können wir uns in Afrika ein bisschen ausbreiten. Das wäre natürlich nice. So. Was ist Bege? Ah, das ist aber... Habe ich einfach nur Skate noch irgendwie gedrückt. Okay. Yeah, wir haben eine Straße. Es ploppt immer so schön auf. Plopp. Schon ist es da. Aha, die wollen da angreifen. Okay. Das ist nicht gut, Herr. Oh nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Nein, nein, nein. Diese armen Kaufleute. Okay, ich merk's mir. Ich bringe euch heute natürlich Handelsrechte. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Wir freuen uns, euch bald wiederzusehen. Die Kalmarer Union. Okay. Der König von Dänemark. Du kannst so weit. Du kannst nicht so weit. Befehle? Ja, toll. Bringt's auch gar Befehle? Nicht. Ja, einen Kaufmann könnte man wieder. Ich brauche hier eine Ortswache oder... Ja, was nehme ich? Die Musterungshalle natürlich. So, schaffen wir das? Ja. Wir könnten es schaffen. Ja, mein Herr. Es ist gar nicht mal so eine Unterlegenheit. Wir machen das jetzt kurz. Sind wir, wir lassen uns nicht belangen. Wir greifen sofort an. Wir sind das Byzantische Reich. Und die Weltmacht schlechthin. Oder werden wir das? Oh, sieht das cool aus. Ja, das ist egal. Die Reiter werden wir zermanschen. Oh, die schießen schon. Und die sind auch geschützt. Das haben die für Truppen leichte, oder? Die hauen ab. Leider keine getötet. Die lassen einfach. Okay, wir schauen mal, was sie für Truppen haben. Speerträger wäre nicht so gut. Das ist, was ist das? Die haben einfach Kanonen. Wie viel Schaden machen die Kanonen?
Genau, ich weiß, was ich mache. Auch wenn es Verluste gibt. Ich weiß, was ich mache. Hier auch raus. Ja, der müsste auch raus. Aber schneller bitte. Ich weiß nicht, wie stark die wirklich sind, aber ich denke, raus habe ich gesagt. Aber vielleicht müssen wir ein paar Verluste hinkriegen. Vielleicht können wir sie mit den Bogenschützen auch angreifen, ohne dass sie uns angreifen. Das sollte eigentlich gehen. Okay, sie greifen an. Oh Scheiße. Greift an, aber schnell. Wieso greifen die nicht schnell an? Ah. Hallo? Rennen geht nie richtig. Ja, hopp. Ah, oh, schneller lauft doch. Hopp, hopp. Schon ab. Yeah. So wollte ich das. Die haben keine Chance, die hauen ab. Ja, die Schlacht haben wir gewonnen. Aber leider sind die Reiter nicht mehr so stark. In Rom waren die sehr stark. Irgendwie sind die Reiter sehr schwach. Schwach. Ja, ihr müsst schießen. Wisst ihr, was schießen ist? Nicht einzelne Pfeile, mehrere Pfeile. Reitet mal durch, ja. Tötet sie. Und ihr reitet auch mal zu denen. Oder reitet einfach durch und kommt dann wieder zurück. So. 72, 76, 138. Ja, die Bogenschützen verlieren natürlich am meisten Truppen. Da muss ich einfach jetzt durch. Bogenschützen weg. Ich will die noch lebend haben. Und hier einfach wieder durchreiten. Das ist die beste Taktik. Durchreiten und dann wieder angreifen. Dann haben sie volles Angriffspotenzial. So, jetzt. Sehr schön. Ja, jetzt hauen sie schon ab. So, und hier durchreiten. Also in die Truppen reiten.
ja, angreifen. Haha, wir haben sie gefangen. Oh Mist, die sind noch recht stark. Wieso sind die so stark im Nahkampf? Jetzt hat es wieder ein bisschen schlechtes Balancing. Haha, jetzt fliehen sie. Greift sie an? Wieso greift ihr die Art nicht an? Ja, stehen, stehen. Ihr müsst angreifen. Wisst ihr, was angreifen ist? Reitet mal hier durch. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Hier oben sind ja die anderen. Die fliehen mit einer ganzen Truppe. So, mit Reiten. Gut. Ja. Die können halt nicht mehr viel tun. Du musst die angreifen. Oh! Die Schlacht steht zu unseren Gunsten. Wenn wir standhaft und aufrichtig bleiben, ist der Sieg unser. Die greifen nicht wirklich noch diese Truppen an. Und was ist das? Ah, das sind die Brandpfeile gewesen. Die greifen unsere Truppen nochmal an. Die haben Mut, wahrscheinlich Verzweiflung oder so. Jetzt kommen die Pfeilchen. Wo kommen die Pfeilchen? Zeig mal die Pfeilchen. Er schießt doch. Ja, endlich. Oh, schön, die Pfeilchen kommen. Ja, greifst. Oh, ihr seid so Feigling. La, rennen. Rennen, ja. So, jetzt gibt's eins auf die Muschi. Der Turm greift ja auch noch an. Okay. Und jetzt fliehen sie. Haha, das Reiterheer. Oh, das müsste schlimm für diese. Versteckt euch doch auf den Bäumen. Es ist unklug, den Tag vor dem Abend zu loben. Aber unsere Männer gewinnen die Schlacht und schmieden einen würdigen Sieg. Juhu! Wir sind die Besten, Besten, Besten. Wir sind die Besten, Besten, Besten. Jetzt ist hier noch ein... Aha, hier sind die Rest. Lol, die sind noch weitergerannt. Okay. Wir haben die Mühle geschossen. Nein, der Turm hinten dran. Der Turm da. Rennt, rennt. Er schlägt sie. Er schlägt sie. Ey, ihr müsst nicht nach links gehen, ihr müsst dorthin. Greift sie an. Greift sie an, diese Muschis. Yeah. Der Feind flieht von der Schlacht. Rennt diese wertlosen Bauern nieder. Der Feind ist überwältigt.
Dieser Sieg gebührt nur einem der mächtigsten Generäle. Na? Habe ich's gut gemacht oder habe ich's gut gemacht? Und deine Leibwacht ist genauso deine Erfahrung bekommen. Ein heroistischer Sieg für den Drago. Ja, die hatten keine Chance. Lösegeld. Ja, das dachte ich mir. Lobet den Herrn. Er hat uns gerettet. Weitere faire Kämpfer, okay. Ich will kurz schauen. Ja, wir können halt nichts machen, weil wir keine Kanzlei haben. Siedlung wird belagert, konfisziert, Mission erfolgreich, 500 Gulden. Wir machen, ist mir eine Ehre. Bin unterwegs. Wo ist hier die Stadt? Sehr gut, mein Herr. Hier werden Gehen wir mal zum Hafen. Hier ist auch alles grün, aber immer noch 20. So, hier haben wir den Trampelpfad. Die Rodung haben wir hier. Da sollten wir eigentlich schon den Trampelpfad zuerst nehmen. Wir beten jetzt einfach die ganze Kaufmänner aus, bis wir die konfiszieren können. Und in Adrianopel haben wir einen Agenten. Geh bitte weg. Boah, der hat so extremes Talent. Verwechselt ihr mich mit einem Diplomaten? Ja, die verbreiten hier katholisch. Wir haben am wenigsten Einfluss. Das muss geändert werden. Also irgendwie will ich Russland nicht angreifen. Weil Russland ist unsere gleiche Religion. Ungarn nicht. Ungarn besiegen wir, aber Russland irgendwie nicht. Mein Herr, bin unterwegs. Ich beeile mich. Ich bin bereit zu handeln. Weiter gehe ich heute nicht. Geht es viel? Mein 37. 39. Schwefel ist noch besser, oder was? Also, ja, dann wär's das. Machen wir das nächste Mal weiter bei Let's Play Conquer the World. Wir erobern die Welt mit den Byzantiern und das im Easy Mode. Nein, im Hard, im sehr schweren Modus. Okay, bis zum nächsten Mal. Dankeschön, und wenn ihr Tipps und Tricks habt oder sonst irgendwas, bitte unten in die Kommentare schreiben. Dankeschön und eben Vorschläge, alles Mögliche. Gut, tschüss, bye.